mal versuchen, Papa. Willkommen. Hey, Leute, gefällt's dir ja. Wortbewohner. Hey, ja, als wir das letzte Mal gesehen hast, sind wir gewohnt worden. Das wir ich glaube wirklich, du bist so dumm, wie du aussiehst. Und jetzt sind wir hier zum Tiefen Wunschstars hier. Wir brauchen einen guten Namen. Danke, dass du wärst mit dem Aufseher der Hölle. Wir haben hier unseren, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Pitboy 3000. Das gefällt mir. Damit können wir unsere gesamte Funktion und Funktion. Und unsere aktuelle Aufgabe, wie das man in diesem Pitboy hier unten lesen kann, wir sollen uns mit den Partygästen unterhalten. Wie als sie das genießen. Ja, gute Party. Die Party, Mrs. Palmer. Ich habe beim Schmücken mitgeholfen, wissen Sie? Sie sind wunderschön. Das hast du wirklich groß. Nur weil ich zu deiner Party gekommen bin, heißt noch lange nicht, dass ich mit dir reden muss. Das ist ja ein Assi. Hallo, Officer Gomez. Ich freue mich, dass Sie kommen. Ich schicke ihn runter. Jetzt Party, Arschgesicht. Ich bin wirklich gerne hier. Komm schon, Sie haben mehr drauf. Hey. Das war Jonas auf der Sprechanlage. Was? Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Auch einen guten Namen. Gehört zu meinem Job. Außerdem mache ich Partys. Gute zum Geburtstag. War schön mit Ihnen zu... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Hier, der blinkende Pfeil auf den Korpus zeigt ja, wo ich gerade hin muss. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen schneller auf die Texte achten, allerdings. Ich merke das selbst, ich schaff's ja selbst nicht komplett zu lesen. Also, ja, mein Papa und Amanta haben eine tolle Party für mich organisiert, nicht wahr? Die war ja gar nicht auf der Party, woher soll die das wissen? Naja, ich bin kein Mädchen und ich bin keine 5. Also, nehm mich nicht so. Na, da der kleine Rebelle, ne? Da kommt der Rebell wieder hervor. Aber ich glaube nicht, das sollten wir uns nicht verscherzen mit den Leuten. Tja, kann ich jetzt mein Geschenk haben? Das ist ja ein Assi. Also ich würde mal sagen, der Oberste, die unteren beiden mag ich so gar nicht so von der Art und Weise. Also nehme ich den Obersten. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, wollen wir uns das anhören? Also danke. Ich werde es immer am Herzen tragen. Ist das alles? Oh, das ist ja auch gemein wie die hintere Frage. Danke dann. Haben Sie sonst noch was für mich? Ein Geschenk? Sie blieben wohl zu scherzen. Ein Gedicht, meine ich. Ein Gedicht. Nee, das klingt irgendwie alles assi, aber gut, da ich mich dafür eine dieser drei Sachen entscheiden muss, nehme ich mal die oberste. Natürlich! Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Nochmal vielen Dank für Ihr Kommen. Ihr seid doch alle blöd. Ja, einer von euch muss einfach eine bessere Idee haben. Danke, dass Sie gekommen sind, Miss Beatrice. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut. Meine Güte, ich hätte es um nichts in der Welt verpasst. Dieser liebe Junge ist wie ein Sohn für mich. Wir sollen auf die Karte gucken, wo der Pfeil ist. Ihr seht den da unten im blinkenden Pfeil. Das ist nicht mal die Karte, das ist einfach nur der Richtungsanweiser. Dann probieren wir uns einmal. Oh, was ist das denn? Okay, danke, dass Kinder damit nichts anfangen können. Oh, hier, was steht hier oben? Reaktor. Ja, da wollen müssen wir ja lang. Wir haben aufgepasst, wir müssen zur Reaktorebene. Kinder, na, natürlich können Kinder wieder damit nichts anfangen. Ach, ist das ein Mist. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Fick dich! So, ich bin kein Kind, ich bin 10 Jahre alt. Ja, ich glaube, das merkt er schon, das sieht er trotzdem. Ich habe ja meinen eigenen Pip-Boy und daran müsste er sehen, dass ich mindestens 10 bin, ne? Mindestens. Halt ihn ran, Jones. Wo ist mein Überraschungsgeschenk? Her damit. Das finde ich schon ganz gut, wenn der so assi zu uns ist, könnten wir das natürlich auch sein. Oh, aber hat mir erzählt, dass alles okay ist, hier runterzukommen. Nehmen wir mal den hier. Oho, ich verstehe. Du bist jetzt 10 und im Geschäft. Nun, mein Herr, dann kommen wir gleich mal zum geschäftlichen Teil. Ach, übrigens... Alles Gute zum Geburtstag. Warte noch kurz. Ich glaube, ich höre jemanden kommen. Schon ist er nett. Ja. Dein Papa wartet darauf, dir dein Geschenk zu geben. Bereit für eine Überraschung? Ja.
Was? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Kinderarbeit. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Wir nehmen das unsere, oder? Was darf ich denn so umlegen? Wir wollen es natürlich ausprobieren. Luftgewehr. Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr, aber auch kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Ich glaube, dass die Texte auch schon dafür behalten? Da sind, um den Charakter ein bisschen hier, naja, sich ein bisschen zu individualisieren, dass er merkt, ah, das ist der und der und sowas und der macht das und das und das Spiel ein bisschen drauf. Das, irgendwie soll das ja auch so sein. Luftgewehr ist ja auch ganz cool. Oh, nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Geil, danke. Das ist echt super. Nehmen wir doch das hier. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Bist du nicht so unfreundlich? Arschloch. Alter, ich bin 10. So. So, Abfeuerer ihrer Waffe, Maustaste 1. Zum Zielen, zweite Maustaste hatte ich gerade gedrückt. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf Escape drücken und dann auf Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Waffe nachladen, Reload, okay, das kann man sich merken. E-Objekte aktivieren, das hatten wir schon. Zielen, das hatten wir auch schon. Vorwärts nach rechts gehen. Maus umsehen, das ist auch klar. Tabulator, das ist der Pitboy, das hatten wir schon. Leertaste springen, das hatten wir auch schon. Links umschalten, nee, was ist das? Links umschalten, links steuern, schleichen, laufen, das hatten wir tatsächlich noch nicht, aber das ist der hier, okay. Y angreifen, das mit dem Y angreifen klingt noch nicht so ganz optimal. Müssen wir mal gucken, ob wir das umschalten oder ob wir das überhaupt brauchen. Das ist übrigens ergreifen, nicht angreifen, das sollte auch richtig lesen. Ja, Rad, Perspektive wechseln. Das könnten wir auch noch einfach mal probieren. V-Verbot, Zielsuche dort halten. Das müssen wir auch noch mal probieren. Das soll ein ganz neues Schießsystem sein. Ich würde mal sagen, das probieren wir mal aus. Oh Gott. Oh mein Gott, es gibt noch 22 weitere. Na egal. Wir drücken da einfach mal V. Ah, hier Mausrad. Das ist natürlich. Ja, so sehen wir aus. Okay. Ein Haar auf dem Kopf. Vorsicht! Eine Red-Kakerlake. Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Einfach zielen und schießen. Da ist dieses V-System. Hahaha, ich wollte es doch mal ausprobieren. Willkommen zum Wartech Assistant Targeting System. Ja, das ist dann wohl die Abkürzung für dieses WATS. Wartech Assisted Targeting System. Targeting wird Zielerfassung. Unterstützt dieses System oder das WATS. WATS zeigt die Trefferwahrscheinlichkeiten ebenso wie den Zustand jedes Körperteils an. Mossad 1, ihr Ziel angreifen. Mossad, ach so, da sind wir aber schon wieder bei dem anderen. Abbrechen. Nee, das wollen wir nicht. Ihre Aktion akzeptieren ist okay, das müssen wir uns einfach nochmal merken. So, hier. Oh, guck mal, die Beine. Wir könnten in die Beine mit 95% Trefferwahrscheinlichkeit wegschießen, dann kann sich das Ding nicht mehr bewegen. Na, das machen wir doch mal, oder? Angewählt. Und ist. Ja, steht hier auch nochmal akzeptieren. Man könnte es tatsächlich auch alles mit der Maus machen. Das lief ja super. Jetzt ist sie weg. Ich würde mal gerne auf die Beine schießen. Ja, von vorne jetzt. Komm mal, Kopf 95%. Das machen wir. Ja.
Gute Arbeit. Eine Rat-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Haben wir hier nicht unendlich Munition? Oder nee, ist das AP? Müssen wir mal gucken, was dieses AP ist. Lächeln! Sehen verschieden aus. Ich bin die Tochter des Aufstehers. Das stimmt nicht. Ich bekomme noch keine Sonne. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. So, suchen wir mal weiter aus, wie es weitergeht. Wie du meinst, Papa, also wir unterwerfen uns seinen Ansagen. Ich meine, der ist ja auch bis jetzt echt nett zu uns. Und wenn er schon sagt, ich bin das A und O zu anderen, wenn es über meine Entscheidung geht, finde ich schon cool, dass der so zu uns steht. Ein cooler Papa. Aber mir geht's nicht gut, wirklich nicht. Das heißt, wir lügen ihn an, damit wir das nicht machen können. Aber wir sind hier mutig. Wir sind doch nicht diese Feiglinge. Ich meine, vielleicht könnte man auch mit den Lügen sein Charisma versuchen zu stärken und zu gucken, wie gut ist man mit seinem Charisma. Aber wir machen das diesmal nicht. Wir versuchen mal an anderen Stellen unsere Charisma-Übung zu verbessern. Gibt es irgendwas über den GOAT, das ich wissen müsste? Ja, das machen wir. Der generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test. GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Was ist denn mit seinen Augen los von dem Typen? Wo guckt der hin? Guck dir mal das Auge an. Das geht nach hier oben. Naja, okay, gucken wir mal weiter. Lügen wir jetzt oder werfen wir uns? Ach so. Oh, verdammt, das hätte ich mal vorsehen sollen, dass man hier noch weiter scrollen kann. Müssen wir hier noch sterben in der Vault? Wenn wir nie rauskommen? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig, also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Ja, Leute, ich muss mal ganz schnell hier in der Wohnung rumspringen. Da war ein ganz lautes Geräusch und ich weiß nicht, was das war. Als ob hier irgendwas umgefallen wäre oder eingebrochen. Ich habe nichts gesehen. Ich guck nochmal. Wartet mal bitte ganz, ganz kurz. Es geht auch schnell. Ja, Leute, da bin ich wieder. Ich kann leider nicht sagen, was das war. Das war aber komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Vielleicht ist es ja mit auf der Aufnahme. So, weil er hat ja gesagt, das ist nicht sein Leben, wie er sich das hier wünscht, ne? Das habe ich sogar noch durch die Wohnung gehört. Guck mal, was wir noch antworten können. Das stimmt, Papa. Wurden wir alle in der Welt geboren? Ja, das hat er ja schon gesagt. Tschüss, Papa, das wäre sehr unfreundlich. Ich finde, weil das so ein cooler Vater ist, sagen wir mal, das ist völlig okay, was er sagt. Und wir lügen ihn mal nicht an. Oder hättet ihr irgendwas anderes genommen? Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Wie gemein ist das denn? Ich hab doch gesagt, okay.
Naja, dann fragen wir noch mal, ob wir alle in der Vault geboren wurden. Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Sag mal, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das auch so vorkommt, dass die Sachen, die er sagt, nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmt, was wir aussehen. Ich sage, wie du meinst, Papa, ist es ja so eine Art, okay, machen wir das mal. Er sagt, ja, ich habe mir das nicht ausgesucht. Das interessiert mich doch nicht. Weißt du was? Dann lügen wir einfach mal. Gucken wir mal, wie gut wir an unseren Charisma-Punkten sind. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzen will. Du schaffst das. So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es, du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben. Ich glaube, da hätten wir mal bei den Charisma-Punkten tatsächlich ein bisschen was wir machen müssen. Oh, es gibt eine Erweiterung. Können wir vielleicht über Mutti sprechen? Ich würde auch mal gerne wissen, was mit ihr passiert. Ich meine, ich bin ja anscheinend nicht aus ihr rausgekommen, sondern rechts neben ihr. Deine Mutter, sie war sehr schön, aber ihre Schönheit war anders als die, die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz, sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Ich bin ja auch ihr Kind. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Ach, sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, mein Junge, nimm diese Leistungstests ernst. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Ah, seht ihr? Neue Aufgabe, Future Imperfect. Zur Schule gehen und mit Mr. Broach. Ich sollte echt schneller versuchen, die Sachen zu lesen. Naja, sagen wir mal tschüss, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Finde ich aber auch cool. Hätte ich gleich tschüss gesagt, wäre es wahrscheinlich zu Ende gewesen. Aber ich finde das so unfreundlich zu sagen, sondern tschüss, Papa. Hab dich lieb oder so, sondern tschüss. Das war's. Verpiss dich. Naja, was haben wir denn hier? Nimm dieses Klemmbrett. Ja, wir nehmen das Klemmbrett. Wir nehmen alles mit. Lügen, kochen. Guten Morgen. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Morgen, Jonas. Morgen, Doktor. So, wie viel können wir denn eigentlich... Hier haben wir die ganzen Aufgaben gemacht. Dadurch sind die ganzen Punkte hier alle ausgefüllt. Und jetzt sollen wir zur Schule gehen. Ich habe ja ein paar Sachen mitgenommen. So, wo haben wir denn die Sachen? Hilfe nicht. Sonstiges hier. Ich weiß, dass die Sachen hier... Gewicht. Ich kann 210 Gewicht mitnehmen. Nehmen wir mal Kilo. Na, ein bisschen viel, ne? Aber auf jeden Fall 210 Gewicht. Und 4 habe ich mitgenommen, wo diese Sachen auch drin sind. Wie ihr seht, die haben Gewicht 2 und Wert 5 und deshalb 1. Das Klimmbrett. Vielleicht brauchen wir das Klimmbrett noch selbst. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel nicht verkaufen würde. Ich bleibe mir hier auf Sonstiges. Wie läuft? Und gehe jetzt. Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht? Ich würde es einfach gerne im Auge behalten. Also, wir beklauen unseren Vater. Oh. So, ich lese es einfach mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr das selbst lesen wollt. Ich war selbst gerade überrascht und habe mal gelesen, dass es das gefundene Wackelpuppe. Sie haben eine Voltech Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Der Schlaue weiß, dass mein Verband die Wunden nur verbringt. So, ihre Fertigkeiten in Medizin wurden dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Oh, wie geil! Geil um 10 Punkte. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber ich finde medizinische Fertigkeiten... Kein Problem. Cool. Ich mache das meinen Bericht bis heute Nachmittag. Unseren Vater beklauen, desto besser. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen. Das ist schon ganz mies, ehrlich gesagt. Und so ein Klemmbrett haben wir schon. Das lassen wir. Ich weiß nicht, ob man hier echt alles mitnehmen muss, aber ich finde nicht, dass man den Vater so beklauen muss. Hey, Kumpel. Ist schon ein Weilchen her, seit du bei uns warst. Heute. Hallo Stanley. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was kann ich heute für Sie tun? Ich habe diese Kopfschmerzen, die einfach nicht weggehen. Auch mit den Pillen von letzter Woche nicht.
Augen sind so lichtempfindlich. Die haben sie immer noch. Ich kann auch einfach schaffen, alles mit. Wenn so, was haben wir denn hier noch? Ja, das wäre gut. Dauert das lange? Nö, sollte nicht zu lange dauern. Alles, was wir in die ich muss für Sie nur ein paar nicht, Sachen vorbereiten. Warten Sie. Ich bin so schnell wie möglich wieder da. Außerdem können wir die Sachen zurückbringen. Wir sind ja hier in der World. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Zeig's hier, Gott. Gib's hier. Denkst du, du bist was Besonderes? Wo es bei deinem Papa der Aufseher ist? Hört ihr das? Lass uns in den Lagerraum gehen, Amata. Ich zeig dir, was Spaß macht. Alter! Hilfe! Blöde Tunnelschlangen, kindliche Arschlöcher, wenn du mich fragst. Warum lassen sie mich nicht in Ruhe? Es ist doch nicht meine Schuld, dass mein Vater Aufseher ist. Mir ist ihre blöde Gang völlig wurscht. Kannst du mit ihnen reden? Vielleicht hört Butch auf dich. Bitte. Butch ist dieser Assi, der zu meint, der will nicht mit mir reden. Guck mal, die 16. Sag doch, die wird jetzt noch mal, ne? Knickknack. So, belästigt Butch und deine Freundin mal wieder. Mal sehen, ob ich ihn zur Vernunft bringen kann. Danke, du warst schon immer ein guter Kumpel. Ja. Versuch doch mal mit Butch zu sprechen. Sie werden alle tun, was er sagt. Knickknack. Ich kann dir mal eine richtige... Ja? Was ist? So, was geht hier vor? Fragen wir ihn das wirklich oder wollen wir ihn gleich damit an? Anscheinend macht ihr Spaß, ja. Oh, draußen. Sorry, Leute. Hey, das geht mich nichts an. Nein, nein, nein. Wir werden ihn richtig hier aufs Maul hauen, den ollen Ficker. Tunnelschlamm? Seid ihr Jungs eine Art Gang oder was? Nur die übelste Gang der Vault 101. Als ob du das nicht wüsstest. Wir haben hier das Sagen. Unser Wort ist Befehl. Wenn du weißt, was gut für dich ist, gehst du uns aus dem Weg. Können wir ihn mit dem Skalpell niederstechen? Aktuelle Strahlenbelastung, wie immer. Ich habe das Gefühl, es ist fast egal, was man hier anklickt. Das sind nur Zusatzinformationen. Und dass man bestimmte Sachen anklicken muss, damit es hier weitergeht. Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Das meinte ich. Nur Sprache, 85%. Ich habe ja Charisma hier benutzt, ne? Wenn sie weiter belästigt, wird sich der Aufseher um deine Gang kümmern. Lass sie in Ruhe, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Ich glaube, wir lassen uns mal selbst lieber aufs Maul hauen, weil die zu dritt sind, aber können bei ihr vielleicht punkten, wenn sie das mag. Ich weiß ja nicht, ne? Vielleicht kann ich helfen. Sie achtet sehr auf ihr Gewicht. Nee. Wir müssen uns die klar machen. Die Frage ist, machen wir das über Gespräch, dass wir den Angst machen von dem Tunnelaufseher oder sagen wir selbst, wie geil wir sind? Und wer bist du? Ihr Freund? Ha! Ja. Wenn du so weiterredest, Junge, schicken wir dich mit ein paar Knochenbrüchen zurück zu deinem Papa, damit er dich wieder zusammenflicken kann. So. Das soll wohl ein Witz sein. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese Knalltüte braucht noch eine Lektion. Papas. Butch, hör auf! Ich dachte, lass ihn in hätte Ruhe. Was gehört. Ah, ein harter so. Bursche. Keine Lösung. Vielleicht in meiner Hand habe ich noch sowas. Er braucht noch einen. Er braucht noch einen Schlag. Er braucht noch einen. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese kleine Zicke ist unsere Zeit nicht wert. Was immer du sagst, Butch. Du bist der Boss. Es leben die Tunnelschlangen. Ja, klar. Na gut, gehen wir. So alt. Mein Opa hatte schon Probleme damit, als er in meinem Alter war. Nun, ich hoffe, sie funktioniert bald wieder. Danke. Sag mal, Lust später einen Happen essen. Gott sei Dank ist das vorbei. Klar. Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Okay, du hast gewonnen. Wir lassen das kleine Mädel in Ruhe. Du bist sowieso nur eine Zeitverschwendung. Kommt schon, Tunnelschlangen. Wir hauen ab! Ich hab dich kaputt gehauen. Wollen wir noch den Unterricht zum Imbiss gehen? Die Fäuste unternehmen. Großartig. Viel Glück beim GOAT. Du auch. Ich muss mal gucken, wie man die Fäuste runternimmt. Wartet mal bitte. Was stört schon? So, wie kann ich denn den Angriffsmodus angreifen? Maus 1, zielen, ablocken. Ich probiere mal umschalten, um sie. Maus, Objekt, Waffe nachladen. Ich hätte auch ein Luftgewehr nehmen können. Ich bin tot. Nein, gut, ich hab's mit meinen Fäusten gemacht. Ich hab's ihr gegeben. Ja? 16 und ihr geholfen. So, ergreifen brauchen wir nicht. Rasperspektive. Weiter. Das steht hier auch nicht. Okay.
machen wir einfach mal weiter und hoffen, dass wir nicht den Typen haben. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Aber ich fühle mich krank. Mr. B schätzt, ich muss den Termin verschieben. Nein, nein, jetzt haben wir gepunktet. Wir sind mit unserer Amarta da. Oh, ich denke schon, es wird schon. Klar bin ich bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Na, aber weiß man nicht. Wir wollen das mal hier nicht zu übereifrig nehmen, ne? Was soll das? Muss ich diesen dummen Test echt machen? Na, komm. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Wir sollten den Aufseher nicht länger warten lassen. So, und wie wir diesen Test erfüllen, sehen wir in der nächsten Folge bei Fallout 3.